Video aus der E-Bike-Fahrschule der Techniker geht es um das Thema Antrieb, Akkuleistung und wie man das Ganze optimieren kann. Viele fragen sich, welcher Motor passt zu mir, welchen Akku muss ich nehmen? Angesichts der ganzen verschiedenen Modelle ist man da schnell überfragt. Wichtig ist zu wissen, die Produkte der namhaften Hersteller sind qualitativ hochwertig und es kommt mehr darauf an, dass das ganze Fahrrad zu euch passt. Moderne E-Bikes haben sehr leistungsstarke Akkus. Die Lage des Akkus variiert. In der Regel ist er am Unterrohr abnehmbar oder sogar in Tube im Unterrohr integriert. Bei manchen E-Bikes liegt der Akku auch unter dem Gepäckträger. Allgemein kann man sagen, je nach Unterstützungsstufe reicht der Akku für eine Strecke von 60 bis 130 Kilometer. Die Akkus an E-Bikes sind herausnehmbar, sprich man kann sich ihn locker mitnehmen und auf dem Zimmer nachladen, zum Beispiel auf einer Mehrtagestour. Macht euch keine Sorgen, Teilladungen an E-Bike-Akkus sind völlig unproblematisch. Das heißt, ihr habt nur ein bis zwei Balken weg und wollt am nächsten Tag eine lange Tour fahren, könnt ihr auf jeden Fall den Akku wieder aufladen und müsst ihn nicht vorher ganz entleeren. Damit ihr mit einer Akkuladung auch möglichst viel Spaß habt und eine gute Reichweite, solltet ihr darauf achten, dass eure Räder gut aufgepumpt sind, damit ihr gut rollen könnt, dass ihr eine hohe Trittfrequenz wählt, damit ihr effizient fahren könnt und einen gleichmäßigen Fahrstil. Sprich, ihr fahrt vorausschauend, vermeidet ein Stop-and-Go-Fahren oder Zwischensprints, denn all das wird euren Akku schneller entleeren. Wir haben am E-Bike mehrere Unterstützungsstufen und natürlich ist der Reiz des schnellen Fahrens da und man fährt gerne auf Turbo oder Sport. Dann wird aber der Akku sehr schnell leer werden. Fahrt meistens in Eco oder Tour und wenn ihr in der Ebene nur rollt, schaltet den Motor auch ruhig mal ganz aus. Das waren Tipps, damit ihr das Beste aus eurem E-Bike-Akku holt. Denkt daran, Müsli-Riegel, Banane, euer eigener Akku muss auch noch befüllt werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Hi, liebe Leute. Hier ist wieder Marc und zusammen mit der Techniker möchte ich euch allgemeine Tipps fürs E-Biken geben, quasi Do's und Don'ts, die euch im Alltag helfen, im Gelände oder in der Stadt, damit ihr am meisten Spaß mit dem E-Bike haben könnt. Wenn ihr in einem steilen Anstieg doch vom E-Bike steigen müsst, habt ihr Gott sei Dank die Schiebehilfe. Diese ist am effektivsten im schwersten Gang, sprich schaltet vom ersten in den letzten Gang und ihr habt die beste Unterstützung. Um auf einer langen Tour die Reichweite zu optimieren, möchte man häufig zum Beispiel vom Modus Tour auf Eco zurückschalten. Damit es sich dann nicht anfühlt, als wenn man bergauf oder gegen den Wind fährt, hilft es, erstmal den Motor wieder ganz auszuschalten und dann auf Eco zu gehen und man hat das Gefühl, jetzt geht es wieder richtig leicht. Alternativ kann man, bevor man auf den niedrigeren Modus geht, zwei Gänge schwerer schalten. Ist man im niedrigen Modus, wieder zwei Gänge leichter schalten und es fühlt sich viel besser an. Durch das hohe Gewicht des E-Bikes müsst ihr bei langen Abfahrten darauf achten, dass die Bremsen nicht überhitzen. Das heißt, wenn ihr die Bremse dauerhaft schleifen lasst, wird diese so heiß, dass sie komplett versagt. Wir müssen also auch hingehen und die Bremse immer wieder lösen, dann rollt man und dann wieder bremsen. So gibt es Kühlungsphasen und werdet eine funktionierende Bremse die ganze Abfahrt haben. Noch wichtiger als bei normalen Radfahrern ist es beim E-Bike, dass ihr geschmeidig und ohne viel Kraft schaltet. Sprich, wenn ihr unter Last schaltet, werden die Kräfte durch den Motor und eure Beine die Kette und die Kassette sehr schnell verschleißen. Um die Kette für das Schalten zu entlasten, nutzt ihr den Motor, holt kurz Schwung und wenn ihr dann ein Stückchen rollt, könnt ihr ohne Last schalten und ihr habt viel weniger Verschleiß. Noch ein paar Material- und Ausrüstungstipps. Bevor ihr ins Gelände geht, solltet ihr einen Spritzschutz montieren. Dieses kleine Teil hält eure Sicht frei und sorgt dafür, dass ihr auch bei schlammigen Verhältnissen sicher die Trails runterkommt. Ein häufiger Fehler, wenn Leute mit ihrem E-Bike ins Gelände gehen, ist, dass sie den Luftdruck, den sie vom Asphaltfahren noch drauf haben, einfach lassen. Sprich, mit 2,5 bis 3 Bar auf die Trails gehen und sich wundern, warum sie keinen Grip haben. Habt keine Sorge, ihr könnt ruhig ordentlich Luft ablassen. Je nach Reifenbreite fährt man von 1,5 bis 2,2 Bar und das ermöglicht einem auch auf nassen Wurzeln oder Geröll die optimale Traktion. Gerade mit dem E-Bike müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr jetzt einen zu hohen Rollwiderstand habt. Ihr habt ja den Motor, der euch unterstützt und könnt auch von 1,5 bis 2,2 Bar fahren für die optimale Traktion auf Trails. Das waren ein paar Tipps von uns fürs E-Biken. Wenn ihr diese beherzigt, werdet ihr es einfacher haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch.